Ich stehe hier gerade mit Herrn Clemens Reitz von der Rives GmbH. Sie sind ein in Österreich sehr großes Versicherungsunternehmen, Risikoversicherung und viel mehr. Haben Sie auch auf den europäischen Bereich ausgedehnt. Sie sind Sponsor der Veranstaltung, was ich sehr gut finde und Sie auch hiermit motiviere, das weiter zu sponsern. Wie sind Sie auf LivePlusOn gekommen? Ja, danke schön. Ja, das ist jetzt ziemlich genau 2 Monate her. Da war ich gerade mit Berufskollegen unterwegs ins Donaudelta und da ist plötzlich im Flugzeug die Frau Emmesche Dörfler-Antal neben mir gesessen. Wie Sie wissen, die sehr charmante Hauptorganisatorin dieser Gala heute. Ja, und dann haben wir knapp 3 Stunden über diese tolle Veranstaltung gesprochen, über diese wunderbaren Menschen und vor allem über diese herausragenden Leistungen, die was diese Menschen vollbracht haben und einen guten Zweck hinzuführen. Und das hat mich dann relativ schnell überzeugt. Und ich habe gesagt, wir werden dann unsere unternehmerische Sozialverantwortung übernehmen, sehr gerne wahrnehmen und diese tollen Event in Wien erstmalig unterstützen. Übrigens, soziale Verantwortung zu übernehmen, ist bei Rives, gehört zur Unternehmensphilosophie. Wir unterstützen schon seit 15 Jahren bedürftige Menschen, vor allem bedürftige Kinder, sehen es auch als Pflicht an, da was einen kleinen Beitrag zu leisten. Und heute das erste Mal sind wir in Wien da, wo einfach ganz außergewöhnliche Menschen geehrt werden, sehr geehrt werden. Und es freut uns sehr, dass wir hier dabei sein dürfen. Als Versicherer haben Sie ja sowieso im Hintergrund viel mit diesen Schicksalen auch zu tun. Also gut tut derjenige, der eine Versicherung hat in diesen Fällen. Das heißt, Sie sind ja irgendwo an einer Stelle auch beteiligt. Jetzt haben Sie aber auch einen Standort hier in Wien aufgemacht. Was bieten Sie denn so an? Ja, also unsere Expertise in Wien ist natürlich auch Risiko- und Versicherungsmanagement in kompakter Form abzuliefern. Also wir sind ja Versicherungsmakler und Mitglied im Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. Und dadurch sind wir schon automatisch also den höchsten qualitativen Beratungsansätzen also unterlegen und müssen uns da auch gegenüber den Kunden verpflichten. Wir arbeiten in Österreich also mit 48 Versicherungsgesellschaften zusammen, europaweit mit 7 und weltweit mit 3. Dürfen mittlerweile schon Kunden in 7 Ländern Europas betreuen, haben über 10.000 Schäden positiv für unsere Kunden abgewickelt. Und das ist, kommt aus der Erfahrung von 25 Jahren. Mit der Emmesche Dörfler und dem Christian Riawitz haben Sie ja 2 Spitzensportler gesehen, waren viele Sportler hier auch anwesend. Sie sprechen über Risiko im Rahmen Ihrer Versicherung. Sportler sind eine Risikogruppe. Ja. Wie gehen Sie damit um? Ja, ich versuche dann immer Brücken zu bauen und zu sehen, wie kann ich das halt auf einen gleichen Nenner zu bringen. Wenn ich halt sage, der Fokus auf Spitzenleistungen, nicht? Das steht bei uns bei der Rives Gruppe schon 25 Jahre im Mittelpunkt. Und wenn ich sage, wo ist die Verbindung zum Spitzensport, dann muss ich sagen, ja, man muss sich auf höchste Konzentration hinaus vergleichen. Man muss also diese Dinge wirklich mit höchstem Einsatz erbringen, der was man wirklich gut kann und macht. Man muss bei der Umsetzung höchste Präzision aufweisen, damit man eben diese Sachen, die was man macht, auch richtig macht. Und was ganz wichtig ist, man braucht die allerbesten Rahmenbedingungen dazu, damit das wirklich gut wird. Und das braucht ein Sportler genauso wie unsere Kunden, weil wir vertreten die Interessen des Kunden ausschließlich. Und diese Rahmenbedingungen sind halt Grundverträge und Klauseln und Sondervereinbarungen. Und beim Sportler sind es halt die Top-Sportstätten, Top-Coaches, ein Top-Umfeld, damit diese halt diese Top-Leistungen erbringen können. Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg, auch mit Ihrem neuen Standort in Wien. Ja. Bleiben Sie der Veranstaltung gewogen. Wir sehen uns ja wieder. Vielen Dank. Cause life, my friends, life goes on.